Herr Butzler, vor ziemlich genau 2 Jahren ist die erste WP-Gesellschaftsstudie erschienen und dort war das Thema Bürgerproteste. Dieser Tage erscheint nun der zweite Band, die zweite WP-Gesellschaftsstudie, diesmal das Thema Unternehmer und Gesellschaft. Und man fragt sich da, damals war es klar bei Stuttgart 21 Proteste, das Thema Protest, jetzt fragt man sich, warum jetzt die Unternehmer? Naja, wir sind ein Institut für Demokratieforschung. Das heißt, wir versuchen, Entwicklungen in unserer Gesellschaft zu untersuchen, zu verstehen und zu erklären. Die Proteststudie war ein Schritt dahin, weil es auch eben in dieser Zeit viele Proteste gegeben hat, weil es noch nicht viel Untersuchungen zu zeitgenössischen Protesten gegeben hat. Und wir damit einen Beitrag eben auch leisten konnten zu der Diskussion, wohin geht eigentlich unsere Demokratie. Unternehmer als Gruppe sind für eine Gesellschaft eine unglaublich wichtige, weil sie einerseits in Wirtschaft und andererseits in Politik eben einen sehr starken Einfluss und eine sehr starke Stimme eben auch haben. Gleichzeitig sind Unternehmer natürlich aber auch eine Gruppe, die sich aus vielen Gründen auch ein bisschen abschottet, misstrauisch ist gegenüber der Gesellschaft und auch so ein bisschen, so wirft man ihnen jedenfalls auch vor, immer ein bisschen unter sich zu bleiben versucht. Gleichzeitig haben wir eine Entwicklung in Deutschland in den letzten Jahren, wo nun gerade die Partei, die lange Zeit die als Partei der Unternehmer aufgetreten ist, sich aber eben in einem Sinkflug befindet, von dem wir nicht wissen, ob sie wieder aufsteigen wird können. Insofern liegt für uns die Frage nahe, auch einen Blick zu werfen, auch als Resümee der Wirtschaftskrise der letzten Jahre, wie blicken eigentlich Unternehmer selbst auf unsere Gesellschaft? Man könnte meinen, Unternehmer und Manager in Deutschland sind doch eigentlich recht zurückhaltend, wenn es um die Offenbarung persönlicher Einstellungen oder ja auch familiärer Prägungen geht. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie die Mauer sozusagen durchbrochen? Nun, wir haben keine klassische quantitative Studie gemacht, sondern eine qualitative Studie. Unter der Leitung von Franz Walter haben wir in einem großen Team 160 Manager, Unternehmer in Einzelinterviews und Fokusgruppen befragt. Unterstützt wurde das Ganze von WP. Und wir haben in diesen Gesprächen den Unternehmern und Managern vollständige Anonymität zugesichert, also das Ganze auch anonym ausgewertet. Und dadurch sind manchmal sehr intime und offene Gespräche zustande gekommen. Wenn man das jetzt einmal zuspitzt, wie tickt die deutsche Wirtschaftselite? Nun, darauf muss ich vereinfachend antworten und daran ist dann immer nur einiges richtig und nicht alles. Was mir persönlich aufgefallen ist, dass die Unternehmer auf stabile familiäre Verhältnisse zurückblicken, also auch sozusagen aus heilen Elternhäusern stammen und darüber auch sehr gerne und sehr stolz erzählen und das gleichzeitig auch in ihrer jetzigen Familie weitertragen wollen. Das bedeutet nicht, dass sie viel Wert legen auf Work-Life-Balance, also etwas, was für den Arbeitnehmer im 21. Jahrhundert eine wahnsinnig wichtige Vokabel ist. Ganz im Gegenteil, wenn man sie fragt, wie verbringen sie ihre Freizeit, reagierten viele Befragte geradezu allergisch, weil sie uns gegenüber deutlich machen wollen, dass sie 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche alles für das Unternehmen und für die Firma einsetzen. Die zweite Gemeinsamkeit, würde ich sagen, sind die Tatsache, dass die Unternehmer mit der politischen Situation in der Bundesrepublik Deutschland sehr zufrieden sind. Also es sind bestimmte Reformen, die zu ihrer Zufriedenheit gelaufen sind. Und man kann eigentlich, wenn jetzt die Politik nicht noch so viele Fehler machen würde, zuversichtlich nach vorne blicken. Als drittes würde ich sagen, dass vielleicht alte Feindbilder nicht mehr gelten. Also zu dieser Zufriedenheit, die Unternehmer heutzutage haben, kann man auch sagen, dass die gesellschaftliche Mitbestimmung beispielsweise als etwas Positives gesehen wird. Also die Gewerkschaften oder die Arbeitnehmervertreter nicht mehr das Feindbild der Unternehmer sind. Auf der anderen Seite konnten wir beinahe ein anderes Feindbild identifizieren und das waren die Medien. Also über kaum etwas anderes redeten die von uns befragten Unternehmer so abfällig. Also es ging Medien profanisieren, Medien skandalisieren, Medien personalisieren. Medien sind nichts, was sozusagen die Bürger mehr hinreichend informiert. Also da war eine ganz große Kritik vernehmbar. Und viertens würde ich sagen, dass neben dem Fehlen eines beispielsweise verbindenden Leitmediums, was für die Unternehmer nicht mehr gilt, ihnen auch ein politischer Ort, eine politische Heimat abhanden gekommen ist. Also sie beklagen sich über die Politik der Kanzlerin, die sozusagen nur an kurzfristigen Projekten orientiert ist. Sie
jammern so ein bisschen, wenn man das so hart formulieren möchte, über den Zerfall der FDP. Sie vermissen langfristig orientierte politische Projekte, die sozusagen zukunftsweisend sind für die Bundesrepublik Deutschland. Also quasi eine kritische Sicht der Politik als vierten gemeinsamen Punkt für die Wirtschaftselite im 21. Jahrhundert. Sie sprechen jetzt eben gerade die FDP an. Jetzt gibt es ja die AfD, wo man teilweise gedacht hatte, dass es dort auch eine Partei sein könnte, die die Wirtschaftselite ansprechen könnte. Das ist nicht der Fall? Die AfD spielt in unseren Interviews überhaupt gar keine Rolle, also sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und wir haben am Ende jedes Interviews einen kurzen Fragebogen hineingegeben, wo wir unter anderem die parteipolitische Orientierung oder auch das zukünftige Wahlverhalten abfragten. Und auch da hatte die AfD eine sehr marginale Rolle. Insofern würde ich sagen, spielte das in unseren Befragungen, die wir 2013, 2014 durchgeführt haben, keine Rolle, was nicht heißt, dass das für die Zukunft so bleiben muss. Eine Sache fand ich ganz interessant, nämlich der Mindestlohn, das ja früher ein Reizthema gewesen ist, jetzt anscheinend von der Unternehmerelite auch ganz positiv, zumindest nicht ganz negativ gesehen wird. Ein zweites Reizthema, beziehungsweise auch in der gesellschaftlichen Debatte ganz groß, ist die Frauenquote in Aufsichtsräten, wie sie jetzt gerade beschlossen worden ist. Wie stehen Unternehmer und insbesondere natürlich auch Unternehmerinnen zu dieser Frage? Das war interessant, weil also Frau Nentwich, die das Thema zentral bei uns bearbeitet hat, über die Person der weiblichen Unternehmer und deren möglichen Unterschiede dann eben geforscht hat, die ist auf einen Unterschied gestoßen. Also, denn ein Hintergrund der Frauenquote ist ja auch die Diskussion darüber, ob Frauen anders führen oder arbeiten, als das bei männlichen Unternehmern der Fall ist. Und der Forschungsstand bisher dazu sagte eindeutig Nein, was sie eben aus Studien rekonstruieren hat können. Die Unternehmer, mit denen wir gesprochen haben, gehen aber davon aus, dass Frauen und Männer grundsätzlich anders arbeiten, anders entscheiden, anders führen, sich anders verhalten in einem Unternehmen. Gleichwohl äußern sich fast alle Gesprächspartner, die dazu Stellung genommen haben, ablehnend gegenüber der Idee einer Frauenquote, und zwar sowohl weibliche als auch männliche Unternehmer. Und begründen das eigentlich mit drei verschiedenen Argumenten. Das erste Argument, was sie nennen, ist, es gibt praktischerweise nicht im gleichen Maße qualifizierte Frauen, erfahrene Frauen, führungserfahrene Frauen wie Männer. Insofern wäre das auch schon aus Effizienzgesichtspunkten wäre es abzulehnen, weil man dann eben naturgemäß, wenn es nicht so viele gute Frauen gibt wie Männer, mit Erfahrung, mit Qualifikation, weil man dann eben geringer qualifizierte, dem männlichen Bewerber gegenüber, Frauen einstellen müsste. Das ist ein Gegenargument. Das zweite Gegenargument, was besonders auch von weiblichen Unternehmerinnen vorgebracht wird, ist, es ist ja besser geworden in den letzten 20 Jahren. Wir sehen ja, der Anteil weiblicher Führungskräfte steigt und irgendwann gibt es mal eine kritische Masse, die überschritten wird vielleicht, und dann verändert sich die Unternehmenskultur auch ernsthaft. Und das dritte Gegenargument, was hervorgebracht wird, ist, dass eine Quote doch eigentlich eine Beleidigung und eine Diskriminierung beider Geschlechter ist, weil es jedem weil es den weiblichen Bewerbern unterstellt, sie kommen nur mit dem Hintergrund der Quote auf einen Posten, nicht aufgrund ihrer eigenen Leistung, und gleichzeitig aber womöglich männliche Bewerber diskriminiert, die vielleicht sogar besser qualifiziert seien. Also die Ablehnung gegenüber einer Frauenquote ist relativ stark. Es gibt ganz, ganz wenige Gesprächspartner, die sich dem entgegenstellen und sagen, doch, ich bin dafür und ich setze mich auch dafür ein.